Niemand sucht sich seine Herkunft, seine Hautfarbe oder seine sexuelle Orientierung freiwillig aus. Aber jeder von uns kann wählen, ob er ein Arschloch ist oder nicht. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Menschgebliebene, vor allem aber liebe Jugendliche, Jugendliche, die diese Demonstration organisiert haben. Allen voran nenne ich die Jugendorganisation der Ansbacher Jusos und der Ansbacher Linksjugend. Ich selber freue mich, dass ich heute da sein kann und möchte mich aber sehr kurz fassen, weil ich der Meinung bin, dass heute auch vor allem die Jugend zu Wort kommen muss. Die Ereignisse von Chemnitz haben uns alle aufgeschreckt und letztendlich waren diese Ereignisse auch der finale Auslöser für diese heutige Kundgebung. Und ich finde es gut, dass heute in Ansbach diese Demonstration stattfindet unter dem Titel Ausgehetzt. Nicht nur aus dem Grund, weil in Ansbach inzwischen nachts Wahlplakate an den Laternenpfahlen abgefackelt und verbrannt werden, vor allem von uns, von der Partei Die Linke, sondern weil Rassismus und Ausländerfeindlichkeit kein Problem von Ostdeutschland ist und kein Problem von Chemnitz, sondern der Rassismus ist tief in unserer bürgerlichen Mitte, in unserer Gesellschaft verbreitet. Gerade im CSU-regierten Bayern, in dem sich ein ehemaliger Ministerpräsident öffentlich darüber freut, dass gerade zu seinem 69. Geburtstag 69 Menschen, Flüchtlinge nach Afghanistan abgeschoben werden. Das ist Menschenverachtung pur. Und um bei der CSU zu bleiben, wie euch ja auch bekannt ist, ist Ansbach die Regierungshauptstadt von Mittelfranken. Im Ansbacher Schloss, gleich da drüben, hofiert der Regierungspräsident Mittelfrankens, Herr Dr. Bauer, also quasi als verlängerter Arm der bayerischen Staatsregierung in München. Und dieser hatte erst vor kurzem bei einer Veranstaltung, die FAZ berichtete, sich über Flüchtlingshelfergruppen herablassend ausgelassen. Zum Beispiel verglich er das Recht auf Asyl, das Kirchenasyl und den Widerstand gegen Abschiebungen als einen Rechtsbruch und forderte konsequentes Handeln der staatlichen Behörden. Dabei berief er sich auf unseren Rechtsstaat, auf unsere Verfassung, auf unser Grundgesetz. Leider hat aber der Herr Regierungspräsident aber wohl absichtlich einiges vergessen. Es gibt nämlich in unserem Grundgesetz, festgehalten im Artikel 20 im Absatz 4, das Recht auf Widerstand. Wörtlich heißt es darin, gegen jeden, der es unternimmt, unsere demokratische Grundordnung zu beseitigen, haben alle Deutsche das Recht zum Widerstand. Und es ist selbstverständlich eine Verletzung unserer Demokratie, wenn das Asylrecht abgeschafft wird. Aus meiner Sicht sogar ein sehr schwerwiegender Verstoß. Denn das Grundrecht auf Asyl steht nicht umsonst in unserem Grundgesetz und ist das Ereignis der Erfahrungen der tödlichen Nazi-Diktatur. Oder denkt doch mal an den sogenannten BAMF-Skandal. Da wurde behauptet, dass tausende Asylanträge von Geflüchteten zu Unrecht bewilligt wurden. Nazis, Rechtspopulisten und Teile der Presse, vor allem die Springerpresse mit der Zeitung mit den vier Buchstaben, haben sich wie die Geier auf dieses Thema gestürzt, um Stimmung gegen Geflüchtete zu machen und unser Asylrecht zu machen. Nach dem derzeitigen Stand gab es aber so gut wie keinen einzigen ausgestellten Asylantrag in dieser Behörde. Ganz im Gegenteil. 37.000 Asylbescheide wurden zu Unrecht abgelehnt. 32.500 haben Gerichte gekippt und der Rest wurde von den Ämtern revidiert. Wenn es zu Unrecht ausgestellte Bescheide gab, dann vor allem zu Ungunsten von Asylbewerbern. Aber darüber regt sich heutzutage keiner auf. Angesichts dieser hohen Fehlerquote bei der Anerkennung von Asylbewerbern müssen die gängigen Abschiebepraxen vor allem in Bayern sofort gestoppt werden. Denn jede Fehlentscheidung kann für viele Abgeschobene auch ein Todesurteil sein.
Und Sie, Herr Regierungspräsident, Sie, Herr Seehofer und Sie, Herr Söder, oder wie Sie auch alle heißen, ich bin stolz über Menschen, die sich gegen diese Abschiebungspraxis wehren. Ich bin stolz auf Kirchengemeinden, die Menschen vor der Abschiebung, welche Menschen vor der Abschiebung bedroht sind, Unterschlupf und Kirchenasyl gewähren. Ich bin stolz auf kleine Gemeinden, wie zum Beispiel die Bewohner der Stadt Heilsbronn, die gegen die Abschiebung einer Familie auf die Straße geht. Und ich bin stolz auf Jugendliche, die wie im Sommer 2017 in einer Nürnberger Berufsschule Widerstand leisteten. Widerstand, um sich schützend vor ihren Mitschülern zu stellen, um eine drohende Zwangsabschiebung zu verhindern. Und letztendlich dürfen wir auch stolz sein, dass es Ansbacher Jugendliche sind, die diese Demonstration heute organisiert haben. Ich danke euch dafür. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte von einem deutschen Theologen, Martin Niemöller heißt er, vorlesen. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Und als sie die Sozialdemokraten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holen wollten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.